Ja, auch ich möchte dich ganz herzlich begrüßen zu dem diesjährigen Chen-Kongress Erwachen im Licht der Freiheit. Ich finde es ein sehr, sehr schöner Titel, ein sehr, sehr schönes Thema. Und ich möchte mich vorab bei dem Team vom Chen-Kongress bedanken für die Einladung und die Möglichkeit, etwas ganz Besonderes mit dir zu teilen. Mein Name ist Ralf Hungerland. Ich bin spiritueller Lehrer, Medium und Autor. Zusammen mit meiner Partnerin Nicole Frost bilde ich Menschen zum Trance- und Channel-Medium aus. Worum wird es jetzt gleich gehen? Du wirst eine Geschichte hören aus einer ganz alten Zeit aus Atlantis. Und es wird nicht meine Geschichte sein, es wird die Geschichte meines Seelenführers Arwen sein, also eine gechannelte Geschichte, wie du sicherlich erkennen wirst. Und ich lade dich einfach ein, diese Geschichte nicht nur zu hören, sondern auch mitzuerleben, nachzuerleben. Und das passiert am intensivsten, wenn du dir so Kopf- oder Ohrhörer aufsetzt. Genau, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer, das sage ich gleich nochmal, der Botschaft, dass mit hoher Sicherheit auch du schon mal ein spirituelles Leben in einer spirituellen Hochkultur hattest, sei es Atlantis, Lemurien oder einer anderen Hochkultur, weil ich glaube, sonst wärst du nicht hier. Genau, genug der vielen Vorworte. Ich schalte jetzt auf ein Videobild um, das heißt, es gibt nur noch was zu hören und nicht so viel zu sehen. Aber was es zu hören gibt, das wird sehr, sehr spannend. Lieber Arwen, ich freue mich, dass du bereit bist, diesen Beitrag des Channeling-Kongresses zu unterstützen. Das Thema des Kongresses klingt sehr zukunftsweisend: Erwachen im Licht der Freiheit. Ich denke, die meisten Teilnehmer an diesem Kongress sind schon sehr alte Seelen und haben schon viele Leben gelebt, aber auch viele Leben vergessen. Ich glaube, wir hatten alle schon ein Leben, wo wir erwacht waren und das Licht der Freiheit empfangen haben. Vielleicht kannst du uns mit einer Geschichte aus deinem Seelenleben helfen, dass wir uns selbst wieder an unsere eigene Geschichte erinnern. Ich habe einen Wunsch an dich. Viele Menschen verbinden die Zeit eines hohen spirituellen Erwachens mit dem Ort und dem Volk von Atlantis. Viele von uns werden zu irgendeiner Zeit auch dort gelebt haben oder in einer anderen spirituellen Hochkultur. Hilf uns, dass wir uns wieder erinnern. Ich weiß, du warst auch dort. Erzähle uns aus deinem Leben in Atlantis.